Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Klopp sagt Nein zur Nationalmannschaft und trotz Liverpool-Krise Ja zum Champions-League-Viertelfinale. In London spricht man weiterhin die Erfolgssprache und Deutsch. Tuchel sei Dank. Tottenham überzeugt uns diese Woche mit seinem Wundersturm. Und damit herzlich willkommen zur englischen Woche, die Bildshow rund um die Premier League. Eine Nachricht aus Deutschland hat diese Woche vor allem auch die Liverpool-Fans zittern lassen. Bundestrainer Joachim Löw macht nach der Europameisterschaft 2021 Schluss. Hoch im Kurs stand sofort der Name Jürgen Klopp. Klare Worte dazu von The Normal One. Trotz Krise verschwendet er nämlich keinen Gedanken an einen Abgang und will sich gemeinsam mit den Reds aus diesem Loch kämpfen. Bei BBC danach gefragt, ob dies für ihn einer der Tiefpunkte in seiner Karriere als Trainer sei, antwortet Klopp: Ich wünschte, ich könnte Nein sagen, aber ja, das ist so. Ich muss nicht immer die beste Zeit haben. Wir waren schon extrem erfolgreich und jetzt sind wir auch wieder in einer extremen Situation. Aber wir werden kämpfen. Erinnert fast ein bisschen an seine BVB-Krise, damals 7 Jahre im Amt, jetzt bei Liverpool 6 Jahre. Ein Vergleich, den man ziehen kann? The situation at Dortmund was not half as, I'm not so bad. So like from an injury point of view, not half as bad as it is here. Not half. And we had much less points after the first part of the season. The difference was, we had injuries, and it was a reason. And we had, it was in the first part of the season was similar. In the second part, they all came back. They all came back. We had a winter break, and I knew when after the last game of the first part of the season, and we have a winter break, and I knew when we start with the preseason for the second part of the season, all the players will be back. So, and that's a completely different situation because nobody, pretty much nobody comes back here. That's not a problem. It just means that's not, you cannot compare it. Eine andere Liverpool-Legende schafft indes Historisches und feiert seinen ersten Meistertitel als Trainer. Die Glasgow Rangers sind erstmals seit 2011 wieder schottischer Meister, vorzeitig 6 Spieltage vor Saisonende. Und der Vater des Erfolgs heißt Steven Gerrard. Die Freude war so groß, dass der Ex-Liverpool-Star fast einen Polizisten angefahren hatte. Aber auch das verzeiht man ihnen. Fazit: Der Mann hat Emotionen, ist eine Liverpool-Legende und jetzt auch Meistertrainer. Klar, dass da die Frage aufkommt, wäre er einer als Klopp-Nachfolger. Mit dieser Erfolgsgeschichte bringt er seinen Namen quasi selbst ins Spiel. Und Klopp, der lobt Gerrard nicht nur, sondern schlug ihn bereits selbst als Liverpool-Trainer vor. Wenn Sie mich fragen, wer auf mich folgen soll, sagte er, würde ich Stevie sagen. Ich helfe ihm, wann immer ich kann. Das war im Herbst 2019 bei 442. Ja, und wie die Stimmen dazu über einen möglichen Klopp-Nachfolger und Steven Gerrard sind, das wollen wir mit unserem England-Experten und Bild-Fußballchef besprechen. Christian Falk ist uns zugeschaltet. Falki, schönen guten Tag. Servus. Klopp zwar jetzt gegen Leipzig weiter in der Champions League, aber die Krise in der Premier League hält an. Wie sind denn die Stimmen dazu in England und wie hat man auf den Meistertitel von Steven Gerrard in Schottland reagiert? Ja, es ist wirklich erstaunlich. Klopp wundert es selbst. Also es ist absolut ruhig. Also auch Gerrard, natürlich irgendwann mal könnte er ein Thema werden, aber die Leute wollen dort Klopp. Also sie machen nicht die Krise an ihm fest. Es gibt keine Nachfolgekandidaten. Einen werden wir auch bei True or Not True gleich ausschließen. Selbst das Gerücht kommt nicht mal aus England. Es kommt aus Italien. Also es ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Also sie lieben unseren Kloppo und lassen da auch niemanden anderen ran. Also legen wir uns fest, dass Jürgen Klopp, egal wie diese Krise sich fortsetzen sollte, nächste Saison ebenfalls an der Anfield Road sein wird? Ja, also da müsste schon ganz, ganz viel den Bach runtergehen. Also ich kenne jemanden, der hat auch gestern erst mit Kloppo telefoniert. Also er ist kämpferisch, es tut ihm natürlich auch weh, aber er will den Karren aus dem Dreck ziehen. Er ist optimistisch, also dass man immer noch die Champions League erreichen kann. Man darf ihn nicht vergessen, er kann sie ja sogar noch gewinnen, dann ist er automatisch qualifiziert. Also der hat Feuer für diesen Verein und die Fans vergessen nicht so schnell, was er da aufgebaut hat. Also auch Bundestrainer, das war halt ganz klar, er hat ja nicht gesagt,
er will das nicht machen, sondern er hat gesagt, er kann das nicht machen. Genau. Er kann nicht, weil er Vertrag hat. Er will irgendwann mal Bundestrainer werden, aber jetzt ist er für Liverpool da. Und das wissen die in Liverpool sehr zu schätzen. Vielen Dank, Falki. Wir hören uns gleich nochmal. Und was Gerrard bei Liverpool war, ist Lampard für Chelsea gewesen. Als Trainer, muss man sagen, lief es weniger gut. Aber seitdem Thomas Tuchel die Blues übernommen hat, läuft's. Thomas Tuchel führt die Blues sogar wieder auf die Champions-League-Plätze. Nichts zu holen gab es für Everton in London. Und so steht für Tuchel die starke Bilanz von 8 Siegen und 3 Unentschieden aus den ersten 11 Partien mit dem Blues. Bis weiterhin gerade einmal 2 Gegentore. Heißt für Chelsea, Tabellenplatz 4 von der Tabellenspitze grüßt City, weiterhin die unangefochtene Nummer 1. Und ich denke, die Meisterschaft wird sich Pep Guardiola auch nicht mehr nehmen lassen. Auf Platz 3 immer noch die Foxes, wobei selbst Platz 2 für Chelsea nicht mehr unerreichbar ist. Auch Tottenham klettert wieder nach oben und befindet sich nach dem Sieg gegen Crystal Palace wieder näher an den europäischen Plätzen. Und dahinter ganz bitter Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Die deutsche Disziplin zahlt sich aus und scheint auch ansteckend zu sein. Vielleicht ist das ja das Erfolgsgeheimnis von Chelsea. Unter Trainer Thomas Tuchel blühen beim FC Chelsea vor allem die deutschen Nationalspieler wieder mächtig auf. Antonio Rüdiger wurde unter Tuchel wieder zur Stammkraft und Kai Havertz glänzte zuletzt mit 2 Torvorlagen. Gerade Havertz hatte einen holprigen Start. Womöglich ist der Knoten nun endlich geplatzt. I'm very happy with his performance. There is no doubt about his quality, his talent, and also not about his character. He needs to adapt to the Premier League. He needs to adapt to a club where you play to win every game. Timo Werner hingegen ist derzeit das Sorgenkind in der deutschen Riege. Nach absolutem Megastart unter Frank Lampard hat er die Krise, die Chelsea wochenlang begleitete, noch nicht aus seinen Knochen schütteln können. Meckern auf höchstem Niveau. Denn unter Tuchel kam das Selbstbewusstsein zurück nach London. It's a pleasure to compete with this team and this group against other strong manager and with their groups and to be in this competition is pure joy in the moment. It's everything what you look for as a coach and nothing more. An der Stamford Bridge läuft es wieder. Anpassungsschwierigkeiten. Fehlanzeige. Man macht es den Deutschsprachigen im Team aber auch leicht. Alles Gute, Zoom, Gabuska, mein Bruder. Am 28. Spieltag wartet Leeds United auf Chelsea und auf der anderen Seite London gibt's das London Derby. Am Sonntag um 17.30 Uhr ist Ampfiff zwischen Arsenal und Tottenham und wie immer wollen wir die Quoten zum Topspiel mit unserem Wettopa Dirk Pausen besprechen. Dirk, schönen guten Tag. Guten Tag, morgen. Du hast mir vorab schon ein paar Tipps geschickt gehabt. Welche sind denn deine Favoriten? Was kannst du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben? Ja, der absolute Klassiker natürlich sogar in England, fast mehr als alle anderen Derbys. Würde das normalerweise polarisieren oder hat halt ein besonderes Vorzeichen. Wir haben keine Zuschauer. Ich wüsste sowieso nicht, also ich kann auch nicht ein besseres Ergebnis erzielen als die Buchmacher bei diesem Spiel, als dass wir von einem absolut ausgeglichenen Spiel ausgehen müssten. Wie gesagt, das Derby, jetzt alle diese Derbys unter dem Aspekt zu betrachten, dass keine Zuschauer da sind, macht es halt nochmal etwas schwieriger, aber man kommt zum gleichen Ergebnis. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Natürlich sind kleine Punktedifferenz in der Tabelle, aber leistungsmäßig sind sie nicht auseinander. Die 7 Punkte dazwischen, die sind ja auch noch einholbar für Arsenal. Sie haben beide unter der Woche im Gleichschritt quasi ihre Aufgaben erledigt. Mit Bravour kann man sagen, beide mit 2 Tore-Siegen in der Europa League. Auch sonst ist es bei Arsenal, sagen wir mal, ruhig und ordentlich geworden, die Leistungen. Also man kann da nichts herausarbeiten. Insofern muss ich mich wieder auch in dieser Partie auf die Nebenmärkte ein bisschen konzentrieren. Das heißt also, man könnte sowohl darüber nachdenken, auf ein Under zu gehen. Das heißt also weniger als 2,5 Tore im Spiel, weil das auch bei solchen Derbys dann etwas häufiger in die Richtung läuft. So 0-0, 1-1, auch ein knapper Sieg, 1-0, 0-1. Sehr gut denkbar. Es wäre ein Under.
Ansonsten beide Seiten erzielen ein Tor. Das wäre genauso ein Quotenvorschlag. 2,16 gibt es darauf. Da hat der Computer gerade so, sagt er sein Okay, könnte man machen. Also es ist ja die gleiche Richtung dann, ne? Dass eine Mannschaft kein Tor erzielt, wäre praktisch die Aussage, mindestens eine 0-0 hätte man auch gewonnen. Dann geht es noch ein bisschen auf die Ecken. Da würde er auch sagen, so ein bisschen eher vorsichtiger. Also das rechnet mein Computer auch alles aus. Weniger als 9,5 Ecken im Spiel. Da gab es eine Quote von 2,08. Die wäre auch zu spielen. Er sieht da eher Arsenal in der Außenseiterrolle, was die Anzahl der Ecken angeht. Das finde ich okay, da könnte man sogar wetten, eine etwas attraktivere Quote, 2,75, dass Tottenham die meisten Ecken hat im Spiel. Also Tottenham einfach nur mehr Ecken hat als Arsenal. Das finde ich sogar eine recht gute Quote. Natürlich bei einer 2,75 würde man nicht davon ausgehen, dass das jetzt unmittelbar kommt. Aber man hat dann eben auch, wenn es kommt, einen sehr guten Lohn dafür. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das wären also so ein bisschen meine Tipps, so ein bisschen mehr in die Randmärkte zu gehen. Dirk Paulsen, unser Wettopa, vielen Dank für deine Einschätzungen. Immer wieder gerne. Übrigens sorgt das neue Arsenal-Trikot, das vor dem London Derby erschienen ist, für Aufregung. Es kostet nämlich rund 100 Euro, ist eine Limited Edition und damit knapp 30 Euro teurer als das normale Arsenal-Trikot. Fakt ist, ob mit neuem Trikot oder mit dem alten Trikot, es wird schwer für Arsenal, denn Tottenham reist mit einem 4:1 gegen Crystal Palace im Rücken zum Konkurrenten aus London. Neben der Special One, der immer für einen frechen Spruch gut ist, sorgt vor allem ein Duo bei Tottenham in der Premier League für Furore. 29 direkte Torbeteiligungen in der Liga. Harry Kane ist eine Naturgewalt. Is he the best striker in the world right now? I wouldn't change him for anyone. He means so much for us and he's a fantastic player. Sein genialer Partner, Jung-min Son. Auch er hat mit seinen 13 Toren und 9 Vorlagen großen Anteil am Aufschwung der Spurs. Wenn man von einer fleischgewordenen Lebensversicherung reden mag, dann bitteschön. Aber nicht mit The Special One. We have very good attacking players and when the team is confident and when the team is in a positive moment, playing with happiness, with good self-esteem, we have lots of qualities. Leugnen lässt sich die Form der beiden dennoch nicht. Son und Kane schießen die Liga kurz und klein. Und das nicht jeder für sich, sondern in der Gemeinschaft. 14 Tore legte das Duo sich gegenseitig auf. Das ist schon jetzt Bestwert in der Premier League-Geschichte. Und die Saison ist noch lang nicht beendet. Mit 5 Punkten Abstand zum 4. Chelsea, aber einem Spiel weniger, haben die Spurs noch beste Chancen auf die Champions League-Plätze. Und mit dem Top-Duo Kane und Son ist dieses Ziel mehr als nur greifbar. Kane wird Mourinho also definitiv nicht abgeben, aber es gibt einige Gerüchte dennoch aus der Premier League. Zeit für Mr. True or Not True und natürlich, wir haben den Namen ganz am Anfang der Sendung schon erwähnt. Jürgen Klopp ist einer, der bei Transfergerüchten ganz hoch im Kurs steht, Falki. Angeblich soll Massimiliano Allegri, den wir aus der Serie A kennen, als Nachfolger für Jürgen Klopp bei Liverpool gehandelt werden. Das ist ein klassisches Not True. Jürgen Klopp sitzt sehr fest im Sattel, man denkt nicht daran. Und auch von Allegris Seite ist der Schritt auf die Insel eigentlich gar nicht gewünscht. Er hat bei Chelsea sofort abgeblockt. Er soll bei Real Madrid sogar gesagt haben, er steht nicht zur Verfügung. Ich habe gehört, dass er auf den italienischen Markt späht. AS Rom soll ein Kandidat sein, der ihn sehr reizen würde. Also ich denke, wir sehen ihn nicht auf der Insel. Vor allem, weil Italienern, das kann ich aus Erfahrung sagen, das Englisch sprechen sehr schwer fällt. Falke, ein anderer Name, der ganz hoch im Kurs steht in der Premier League, ist Kingsley Coman, der noch immer nicht seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat, weil ihm angeblich die Wertschätzung fehlt. True, dass ihm die Wertschätzung fehlt. Not true, die Gerüchte, die momentan mit Chelsea rumkommen. Das liegt vor allem daran, Bayern wird ihn im Sommer auf gar keinen Fall hergeben, auch wenn er jetzt das erste Angebot nicht angenommen hat zur Verlängerung. Aber das ist der Auftakt und jetzt werden mehrere so Gerüchte kommen. Berater streuen dann gerne, ja, mein Sohn, in dem Fall ist der Vater der Berater, ist bei Chelsea im Gespräch. Letzten Sommer war es United, die waren tatsächlich interessiert.
Bei Chelsea ist es allerdings so, Tuchel hat Positionen, wo er mehr Bedarf hat. Er schaut sich das Tor an, er schaut sich Innenverteidiger an, er schaut sich Mittelstürmer an. Und Pulisic, der ja verkauft werden soll nach diesen Gerüchten, für den gibt es keinen Markt und auch Tuchel glaubt, ihn hinzubekommen. Also derzeit not true, aber dass Chelsea gerne einen Koeman hätte, true. Immer. Eine kurze Nachfrage dazu an der Stelle, Falki. Hat man beim FC Bayern aber nicht ein bisschen Angst davor, einen neuen Fall Alaba dann zu bekommen im Laufe der Zeit? Ja, das ist tatsächlich true. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Es gibt ja die Geschichte, die der Herr Reschke erzählt hat, was natürlich sehr, sehr unglücklich für den FC Bayern ist, dass er damals ein bisschen die Familie hops genommen hat, indem er ihn am falschen Bayern-Präsidenten unterjubelt hat, um den Preis beim Gehalt zu drücken. Das war eigentlich nur der Pressesprecher, der ihm auf den Tisch klopfte und meinte, das wäre zu viel, das wäre zu viel. Das rächt sich jetzt, denn Koeman weiß, was er woanders verdienen könnte. Und sie wissen jetzt auch, dass es nicht der Präsident war und Koeman will mehr Geld. Und das findet man im Nachhinein vielleicht lustig, wenn man es liest, aber wenn man damals merkt, oh, die haben mich verarscht, nicht lustig. FC Bayern, ein gutes Stichwort. Max Aarons stand ja lange auch auf der Liste des FC Bayern. Wir wissen, das wird jetzt nichts mehr. Jetzt soll er kurz vor einem Wechsel zu Trainer Carlo Ancelotti und dem FC Everton stehen. Das ist true. Zumindest laufen die Verhandlungen mit Everton. In dem Fall haben die Bayern ein bisschen mehr zu lachen. Sie haben sich sehr amüsiert, wie sie die Ablöse zahlen und das intensive Bayern-Interesse immer gelesen haben. Man hat den Spieler beobachtet, aber man war nie so weit. Und da hat Norwich City auch ein bisschen Preistreiberei betrieben. Die wollen den englischen Nationalspieler zu Geld machen, Jugendnationalspieler, und finden jetzt mit Everton einen Abnehmer, weil ein englischer Club zahlt natürlich für einen englischen perspektiven Nationalspieler mehr als ein FC Bayern. Manchester United will Hakan Çalhanoğlu vom AC Mailand, droht jetzt aber den Poker, um den Milan-Star zu verlieren. Ja, das ist true. Die sitzen momentan bei Milan mit Çalhanoğlu zusammen. Der Vertrag läuft aus. Es wird verhandelt. Er hat in der Saison super Leistungen gebracht. Er ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Auch deshalb Tabellenplatz 2. Auch da wurden mit mehreren Clubs gesprochen. United war darunter, haben sich Hoffnung gemacht. Ablösefreier Spieler in der Qualität gerne. Aber auch da muss man sagen, ist United vielleicht auch ein bisschen zum Pokern benutzt worden. Vielen Dank, Mr. True or Not True, für deine Einschätzungen. Apropos Manchester United übrigens, gutes Stichwort. Wir bleiben dabei, denn Marcus Rashford, der kämpft weiterhin gegen Armut und Obdachlosigkeit in den Straßen von Manchester. Sein Bruder Dwayne Maynard verriet im Magazin WSJ, wie sehr der Offensivspieler wirklich gegen die Armut kämpft. Er fuhr durch Manchester und verteilte Geld aus seinem Autofenster heraus an Kinder und Obdachlose. Also da nochmal der Ehrenmann der Woche, wenn wir diese Kategorie hätten, Marcus Rashford erneut. Wir wollen dann auf den 28. Spieltag im Überblick schauen, der wie folgt aussieht. Leeds United empfängt also Chelsea und Thomas Tuchel, die ihre Erfolgsserie weiterführen wollen. Fulham empfängt Manchester City, Southampton spielt gegen Brighton and Hove Albion. Leicester, die Foxes, wollen den Platz 3 verteidigen gegen Sheffield United. Arsenal im Topspiel gegen Tottenham. Manchester United empfängt West Ham United. Und den 28. Spieltag schließen am Montagabend ab Wolverhampton Wanderers gegen Liverpool. Und wer weiter darüber rätseln will, wer denn nun der neue Bundestrainer nach Joachim Löw wird, ein Ex-Arsenal-Star hat sich derweil angeboten und damit sagen wir bis zur nächsten Woche. Ich wundere mich, dass in der Runde mein Name nicht gefallen ist für die Position als Bundestrainer. Ja, das passt perfekt in mein Timing und daher bin ich da ein bisschen verwundert.